Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Myst Survival. So, wir müssen jetzt noch irgendwie gucken, nachdem wir uns hier unseren Bogen und Pfeile hergestellt haben, wie wir die Pfeile denn auch ausrüsten können. Und ich glaube, sowas brauchen wir dafür. Oh, guck mal, dann aus Rex. Basic. Okay. Leather. Wie stellen wir uns Leather her? Einmal ergibt 8 Stück. Und wir brauchen 8 Stück für den hier. Ah, das Duct Tape haben wir. Nicht. Aber wir könnten uns... Irgendwo hier hatten wir nämlich Leder. Da. Animal Hide. War doch das, oder? Haben wir denn nicht... Duct Tape habe ich doch auch schon gefunden. Wo haben wir das denn? Hier haben wir die Dinger, die Rex. Ich nehme es einfach mal mit, weil ich jetzt gerade nicht genau weiß, was ich davon brauche. Sind auch noch Rex. Hier sind die ganzen Pullen. Warten wir denn nicht Duct Tape? Da, dreimal Duct Tape. Juhu! Da ist wirklich. Huhu. Nein, das ist was anderes. Diet Animal Hide. Ach, da müssten wir ja noch... Mann. Ja, mir fällt es wieder ein. Wo ist denn das? Hier. Ah, das Ding erstmal bauen. Und dafür brauchen wir erstmal 6-mal Lashings. Okay, dann machen wir uns doch den anderen. Den ersten hier erstmal. Eins nach dem anderen. Dann fangen wir klein an und arbeiten uns nach oben. Gut, jetzt haben wir den, diese Pfeile, kann ich jetzt da so, nee, reinziehen geht nicht. Erstmal packen wir jetzt die anderen Sachen hier zurück. Hä, hatte ich nicht Rex genommen? Mir war so. Warte mal, dann packe ich das Duct Tape hier mal mit rein. Also das sind alles Pfeile, die dann nicht, die können wir erstmal wegpacken. So. Inventory Equipment. So. Und jetzt? Wie kann ich den füllen? Equip. Add Arrows. Da. Rechtsklick drauf machen. Dann kriegst du hier dieses Menü. Warte, ich mach nochmal. Da. Da haben wir Drop, Equip oder Add Arrows. Und hier kann ich anscheinend. Ah, okay. Und der nächste hat dann wahrscheinlich 2 Plätze und der nächste hat dann 3 Plätze. Das heißt, wir haben jetzt 8 Pfeile da drin. Und aber noch welche auf Reserve dabei. Basic Error. Okay. Rechte Maustaste zielt er. Und linke wird er dann wahrscheinlich abschießen. Na, okay. Denn mit der Crowbar bewaffnet können wir uns ja mal zu dem anderen Haus da machen. Vorher eaten wir noch was. Und dann müssen wir wirklich auf die Jagd gehen langsam auch. So, drink until enough. Damit wir hier erstmal soweit versorgt sind. Ich habe die Tür schon wieder aufgelassen. Nee. Stand hier nicht auch irgendwas mit... Ich dachte, man kann das irgendwie abschließen. Hm. Crewlist. Weiß ich nicht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir irgendwie ein Chicken bekommen. Irgendwas so in der... Apropos Chicken. Bobby. Mein kleiner Bobby. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch. Hast du denn jetzt auch mal ein Ei gelegt? Oder wofür bist du da? Oder brauchst du da noch einen zweiten für Bobby? Mit Bobby. Hä? Repair? Achso, 100%. Komm, Bobby, wir gehen mal kurz eine Runde spazieren. Guck mal, hier wohnst du, Bobby. Das ist dein Haus. Dahinter ist dann gleich mein Haus, ne? Ist doch schön hier. Hier hast du dann deinen Spielplatz, Bobby. Da kannst du dann immer raufgehen. Komm, wir gehen mal zusammen eine Runde rutschen. Ah, ne, ich durfte ja nicht springen. Dann lässt er ihn ja fallen, ne? Obwohl, ne, es geht. Nein! Bobby! Bobby! Komm und rette dich!
Nein, wir können nicht zusammen mit Bobby rutschen. Da oben macht er sich aber auch gut. Warte, Bobby, ich will... Bobby, komm. So. Hui! Ja, Spaß gemacht, ja. Okay. Spaß beiseite. Jetzt fängt der Ernst wieder an. So, Bobby. Hier? Nee. Nicht boxen. Bobby, wie werde ich dich los? Ach, Release, eh, da. Ja, viel Spaß, Bobby. Nun denn, auf zum Haus. Ich übe das hier nochmal so ein bisschen mit dem Pfeilen. Spannend wäre jetzt auch, ob wir, wenn wir mit Pfeilen schießen, unerkannt bleiben, weil wir rein theoretisch lautlos sind. So ist das ja oft in Spielen, ne? Dass man so ein bisschen sneaky unterwegs ist. Müssen wir dann mal testen. Oh, Federn. Die können wir ja schon mal sammeln für später. Wenn wir dann die richtigen Pfeile uns herstellen. Leaves. Auch super. Ich glaube, man muss einfach nur so ein bisschen durch den Wald latschen. Dann findet man schon mehr als genug. Guck mal hier, Federn, Federn. Kann sich dann nur nicht so richtig umgucken, ne? Dann schwimmen wir nochmal rüber. Mal gucken, ob er den Bogen wegpackt. Ne, er rennt einfach. Achso, das ist gar nicht so tief. Wir können hier durchrennen. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt mit der Crowbar da funktioniert. Können wir das Sofa eigentlich mitnehmen? Nee, ne? Nee. Gut, eine Crowbar haben wir jetzt. Using Lockpicks V. Okay, aufbrechen. Ah, ei, 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 ei. Sachen. Open. Ja. Nahrung. Tür zu. Ist dahinter was? Nicht, dass wir hier was übersehen. Schicker Koffer. Oh, guck mal hier mit zwei Pfeilen. Und noch was zu trinken. Und hier. Na, nimm mit. Bandage und hier haben wir noch ein Familienbild. Schick. Aber das können wir nicht mitnehmen. Den Koffer könnten wir rein theoretisch mitnehmen. Würde ich ja eigentlich ganz gerne machen auch. Ein paar Koffer zu Hause haben. Aber das können wir vielleicht mal später machen, wenn wir dann... Da habe ich eine Waffe übersehen. Wenn wir dann soweit mit Essen und Trinken erstmal ganz gut ausgerüstet sind und besonders auch... Was unsere Verteidigung dann angeht. Die da drüben. Ich habe Angst, dass da mehrere drin sind. Ich bin noch zu unsicher mit Pfeil und Bogen. Ich glaube, ich lasse es erstmal noch. Vorsicht. Dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Wo führt denn dieser Trampelpfad hier hin? Guck mal, hier haben wir so einen Ausguck. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? So eine Bank fehlt da noch. Hier. Da hinten ist unser Haus, da wo der Wasserturm da ist. Und dann gucken wir mal, was da oben auf dem Berg ist. Und wir nehmen einfach alles mit, solange wir es tragen können. Aussortieren können wir dann immer noch, falls wir irgendwas anderes finden. Wobei, jetzt haben wir mittlerweile auch drei Waffen, Handguns. Oder, na, nur noch zwei. Ich glaube, eine habe ich ja verloren, ne? Die brauchen wir ja nicht wirklich. Wobei, wenn man die verliert, dann braucht man sie doch wieder. Wir dürfen einfach nur nicht mehr sterben. Ah, hier ist ein Trailer. Hier ist ein schön freies Feld. Also wenn jetzt... Oh, da hinten ist ein Bär. Den jage ich vielleicht mal eher nicht. Der gibt zwar ordentlich Fleisch. Aber... Ist mir dann doch zu gefährlich. Rex. Nein, jetzt sind wir schon voll. Bär, bleib wo du bist. Guck mal hier, das Ding. Das eaten wir mal. Den auch. Dann haben wir schon mal zwei Plätze. Zwei Steine schmeißen wir mal eben weg.
denn ich glaube hier, sowas ist mir dann doch eher wichtiger. Eine Glasflasche jetzt nicht unbedingt, aber hier Scrap auf jeden Fall. Der Bär kommt langsam her. Na? Jetzt haben wir erstmal eine fette Shotgun. Alter. Warte mal, Bär. Das regeln wir gleich. Ich meine, ich kann auch anders. Warum nicht? Ich meine, wir brauchen ja auf jeden Fall das Fleisch jetzt gerade. Und wenn wir hier schon mal so eine schöne Shotgun finden, wir locken ihn uns nochmal an. Dass er immer genau dahin geht. Alter. Alter. Tut mir ein bisschen leid. So, jetzt haben wir aber hier so viel Stuff dabei. Ich glaube, ich muss mal noch ein bisschen was wegwerfen. Und zwar, dann lassen wir mal eben Steine hier und Stöcker. Electronic Components eher nicht, die anderen Sachen auch nicht. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier aus dem rausbekommen. Batscha, mit der Säge haben wir nicht. Die Axt haben wir dabei, machen wir es mit der. Da muss ich die ausrüsten, ne? So war das. So, dann nimm die Axt. Oder hä? Wie war denn das nochmal? Achso, hier jetzt draufdrücken, genau. So, da haben wir Fett, Animal Hide. Naja, auf jeden Fall erstmal Meat. Bisschen auf die Zeit achten. Okay, mit einer Hacke geht das recht schnell, habe ich das Gefühl. Ach, der nimmt ja immer einen Platz, der stackt sich ja nicht. Okay, wir müssen sofort nochmal herkommen. Den können wir jetzt hier nicht liegen lassen. Dann bringe ich mal eben die Sachen weg. Aber den Bären müssen wir mitnehmen. Aber geil, jetzt haben wir eine Schrote. Die packe ich mir zu Hause in meinen Schrank. Und falls die dann wieder reinkommen, dann benutzen wir die dafür. Die ist doch super für die Abwehr gedacht. Für Hausverteidigung. So, dann packen wir die da oben in unseren kleinen Safe-Schrank. Da sind wir ja vorher erst sicher, bis die eingebrochen sind. Und dann stehen wir da einfach bei der Treppe und semmeln die dann nacheinander weg. Wir laden die nochmal komplett nach. 7 Schuss passen da auch rein. Alter, was für ein fettes Teil das ist. Die ist super. So, schaffen wir es von der Ausdauer? Aber wie gesagt, ich brauche unbedingt das Fleisch. Das wäre Verschwendung, wenn ich die jetzt das da liegen lasse. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir uns so einen Generator machen, weil man kann, soweit ich weiß, auch irgendwie ein Fridge-Dings, Kühlschrank machen, Eisfach. Ich weiß nur noch nicht wo. So, hier Feathern, Lees, Bretter, die Stöcker, alles klar. Hier Electronical Parts. Lass mal wieder alles raus hier. Die Crowbar würde ich ganz gerne mitnehmen. Warum habe ich den Hammer mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Kann das sein? Packen wir den Hammer einfach mal hier mit rein. Das kommt nach oben, das kommt nach oben. Fleisch packen wir erstmal wieder hier hin. Und hier hatten wir Nahrung. Und daneben Getränke. Warte mal, ich habe nochmal Nahrung. Esse ich das? Nee, komm, wir essen das hier mal. Ach, ich habe schon wieder gedroppt. Weil das wird ja eine Zeit dauern, bis wir den Bären da ausgenommen haben. Damit wir wenigstens genug Nahrung haben. Und so eine Bandage packe ich vielleicht auch jetzt erstmal hier wieder rein. Haben wir da noch einen Platz? Nee, haben wir nicht. Nehmen wir den. Da können auch diese Pfeile rein. Die sparen wir uns auch mal auf. Die Schrote, mit der könnte ich jetzt natürlich auch draußen rumlaufen. Aber die ist mir dann doch ein bisschen zu geil, um sie zu verlieren. Warum kann ich sie jetzt nicht ablegen?
Warum kann ich die Schrote nicht ablegen? Weil ich sie in der Hand habe, ne? Alles klar, okay, deswegen. Und guck mal hier, wir haben auch super Munition für die Schrotflinte. 18 Schuss. Und geladen auch nochmal mit 7. Ach, hier oben haben wir auch schon Pfeile drin. Ne? Siehst du, dann hätte ich die auch dahin machen können. Egal. Jetzt gehen wir erstmal unseren Bären holen. Überleg gerade, ob wir. Rein theoretisch könnte ich auch mit dem Auto eben losfahren und den holen, aber nee. Ach, guck mal hier. Warte mal. Da war nochmal so ein Gier. Die sind ja recht selten. Also kommt mir zumindest so vor. Ich habe die jetzt noch nicht so oft gefunden. Okay, und dann machen wir uns auf zum Bären. Ich würde den auch komplett auseinandernehmen, wieder, wenn es geht. Also mit Haut und Gedärmen und allem drum und dran. Weil lass mich einmal sterben und den Bogen verlieren und dann stehe ich wieder da. Ich lasse jetzt gerade bewusst hier so ein paar Sachen auf dem Boden auch liegen. Nehmen die nicht mit. Aber, okay, für so eine Bärenjagd ist die Schrotflinte natürlich auch ganz gut geeignet eigentlich, ne? Jetzt haben wir ja erstmal, einen Bären. Da müssen wir aber nur nochmal gleich durchbraten alles. Das hat ja auch schon ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, was man da in dem Kochtopf noch machen kann. Vielleicht kann man sich auch irgendwie Tee oder sowas machen. Falls man irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder irgendwas dergleichen hat, ich weiß nicht. Oder eine Bohnensuppe oder... Warum ist denn da schon wieder ein Bär? Ah, der andere liegt noch da, okay. Ja, ja, geh mal weg. Das ist wahrscheinlich Papa und Mama Bär hier. Ja, kann ich mir vorstellen, dass sie ein bisschen sauer ist. Wenn ich jetzt runtergehe, kommt die? Nee. Okay, dann batschern wir nochmal. Ah, jetzt habe ich Angst, wenn ich das mache, dass da 5 Stunden... Puh, Gott. Nee, machen wir nicht 5 Stunden. Boah, Alter, wie lange das dauert. Alles zusammen würde, wie lange dauern? 13 Stunden. Alter, um einen kompletten Bären auseinanderzunehmen, braucht er 18 Stunden. Okay, ist wahrscheinlich schon realistisch, oder? Aber wenn der hier auch liegen bleibt, verdirbt, doch da, der verdirbt. Wir nehmen uns noch mal ein bisschen was mit, auf jeden Fall. Fett. So eine Haut würde ich mir eigentlich auch ganz gerne... Ach man, ich kann es mir gerade nicht leisten von der Zeit her. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, was wir damit machen sollen. Ich dachte schon, du kommst, während ich dabei bin. Weg. Gehen wir da nochmal hin. Gucken, was das da ist. Schaffen wir das? Ja. Lauf, 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 lauf. Der Bär kommt jetzt aber nicht, oder? Nee, da hinten läuft da der Bär. Was haben wir hier? Leaves. Die können wir mitnehmen. So, wo ist denn das Ding jetzt? War hier nicht irgendwo gerade so ein Ausguck? Da. Ist der bewohnt? Sieht nicht so aus. Da unten diese Farm. Das war, glaube ich, die, wo wir die Leute gehört haben, oder? Da, das ist ja voll die riesige Farm. Okay.
War das da? Ich weiß es gar nicht mehr. Na, jetzt gucken wir erstmal hier. Ach geil, es gibt noch so viele Sachen, wo wir hin müssen. Da hinten sehe ich auch noch irgendwas. Obwohl, da waren wir, glaube ich, schon mal. Bin mir gerade nicht sicher. Hier kannst du auch gut den Nebel überstehen an sich, ne? Alter, noch einer. Share? Nee, nicht Share. Ja, ja. Zwei Schrott. Schrott. Okay, ich glaube, wir sind gleich full. Nee, obwohl, den haben wir noch. Ein kleines Loot-Paradies. Das finde ich toll. So ein Aktenschrank wäre eigentlich viel geiler, ne? Wenn wir den bauen können. Weil guck mal, der hat so viel Platz wie... Ein Fach vom Aktenschrank hat fast so... Oder hat so viel Platz wie ein so ein großer Spind von uns. Aber den können wir leider nicht moven. Wir könnten einen Stuhl moven. Ich will keinen Stuhl moven. Was haben wir hier noch? Ach ja! Inventory Upgrade. Zwei Slots dazu bekommen. Jetzt nice. Und dann haben wir nochmal zwei Schuss mit der Schrote. Okay, wollen wir da mal kurz gucken gehen unten? Jetzt bin ich ja doch ein bisschen neugierig. Okay, hier liegt nichts mehr. Guck mal, ich könnte doch super, wenn der Nebel kommt, ne? Ich weiß nicht, ob die Türen öffnen können, aber dann machst du einfach so und dann hast du deine Ruhe. Ich glaube, die können keine Türen öffnen. Diese zombieartigen... ja... Kaufrausch-Leute. Bei dem Gebäude waren wir da? Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir erstmal da. Wir haben ja auch keine Karte immer noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja irgendwie eine finden. Wir müssen auf jeden Fall nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht noch einen Bären haben. Auch, dass da keine Leute sind. Also wenn da jetzt Leute sind, dann lege ich mich nicht mit denen an. Ich weiß nicht, ob man dann bei Nacht vielleicht mal hergeht. Boah, da kann man hier wohnen? Ja, aber dann brauche ich ja selber gar nichts mehr bauen. Ich dachte, ich habe gerade Geräusche gehört. Okay, hier sind irgendwelche Viecher drin. Okay. Mal ein bisschen ruhiger. Ich würde die jetzt ungern anlocken. Ich würde mich hier ganz gerne erstmal umgucken. Aber wenn hier Viecher sind, dann werden hier keine Leute sein. Was ist das denn hier? Ist das so ein Gewächshaus? Hier gibt es nichts für uns. Nichts drin. Ah, schon cool hier. Steht da eine Schmiede? Da ist doch irgendwas. Muss ich doch rumziehen? Ich komme nicht rauf. Ich komme hier nicht rüber. Hey, du kannst auf den Wohnwagen springen, aber du kannst nicht über den Zaun springen? Doch. Ich will gerade mal gucken. Ich sehe hier, dass hier ein Hahn dran ist. Kann man sich hier Wasser holen? Nee. Oh, das wär's. Dann wär's hier echt... Hier kann man irgendwas machen. Oh doch, das ist ein Amboss? Ein Forge? Hier kannst du die Werkstatt... Ja, Pickaxe. Ach, hier kannst du die Dinger und Gear. Und hier hast du noch eine Schmiede. Komplette Schmiede hier einfach mal.
Okay. Ist das ein Seil zum Mitnehmen? Nee. Aber warum? Steht hier einfach so ein... Hier muss doch jemand leben, oder? Ich glaube, man kann hier auch nicht einziehen. Das wäre auch ein bisschen heftig. Dann brauchst du ja wirklich nichts mehr selber bauen. Wassertürme, Silos. Pure Luxus hier. Ah, wir können nichts mitnehmen. Okay. Aber gut zu wissen, weil falls wir dann doch selber mal eine Schmiede brauchen, vielleicht gehen wir dann einfach erstmal hier hin. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Wie viele sind denn da drinnen? Von den Freaks hier. Da waren auf jeden Fall gerade zwei. Oh, da ist auch noch einer. Erstmal voll daneben. Okay. Zwei Schüsse. Und die Pfeile kriege ich wieder. Das ist nicht schlecht. Warte mal. Equipment. Add. Füll mal auf. Okay, und wir locken damit keine anderen an. Scheiße. Wegen, wir locken keine anderen an. Das war mir jetzt ein bisschen zu. Heftig. Aber da ist noch einer, ne? Ich glaube, da war noch einer drin, ne? Equip. Dich hier alles kümmern musst. Da ist er. Wo ist er? Machst du das, mein Freund? Ich habe Angst, dass ein anderer war, der hier reingerannt ist. Ah, okay, aber ich glaube, er war das. Schnell genug durchgekommen. Komm, der eine, ey. Der kann da jetzt hier nicht so einen Terror machen. Geht er wieder nach oben. Ach, weißt du was? Leck mich am Arsch! Ich komm mit der Pampe. Ach, guck mal, meine Pfeile. Sehr gut. Ja, die müssen wir echt dann immer wieder einsammeln. Aber nice. Komm, drei Schuss haben wir noch. Für den Fall, dass hier noch irgendwo einer ist. Und da liegt auch ein Rucksack, ne? Ja. Ah, okay, ist aber so einer. Oh, schön. Rifle und nochmal Shotgun-Munition. Okay, cool, cool. Ey, sind wir hier in so einem Haus drin, ne? Rex lasse ich erstmal gerade. Was haben wir denn hier so schön? Ah, ich freue mich. Open. Die sind leider leer.
Also Neset. Rex. Ah, hier, Crowbar. Haben wir doch dabei. 10 Minuten. Komm, komm, komm. Voll der gute Loot hier. Electronic. Ja, hier nochmal. Upgrade Inventory. Läuft. Perfekt. Scraps nehmen wir auch mit. Wie sieht's aus? 3 Plätze haben wir noch. Oh, Leute, ich freue mich gerade mega. Dass hier auch mal was klappt so schön. Ach, da ist noch ein Pfeil. Empty Bottle. Nichtsdestotrotz sollte ich mir nicht zu viel Zeit lassen, denn draußen wird's dunkel. Okay, rein theoretisch könnten wir hier übernachten. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die hier dann spawnen. Ah, mit Sitzsack. Oh, können wir uns unser Haus auch so einrichten? Sag mal, sind das nicht die Sachen hier von Hausflipper? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Auch die Bilder und so. Sieht aus, als würde es hier mit Hausflipper eingerichtet worden sein. Also wahrscheinlich dann mit derselben Engine. Ich weiß nicht, ob das freier Content war, der da zur Verfügung gestellt wurde. Na, die da drunter. Okay, da haben wir noch den Kühlschrank. Ach, hier Salz. Sugar. Das wäre ein Kühlschrank, da können wir aber gerade nicht ran. Aber durchsuchen können wir hier. Ja, hier. Ein Herd. Oh, Streichholzer. Muni, warte mal, wir können gerade mal eben die Rifle nehmen und nachladen. Dann haben wir einen neuen Inventarplatz wieder. Jo. So ein Chocolate Bar und dann können wir uns eigentlich auch gleich mal... Ah, wir haben nichts zu trinken. Doch, da. Den Chocolate Bar ballern wir uns noch rein. Okay, komm. Gibt's da oben noch? Oh, hier. Nummer 3. Das ist eine super Ausbeute hier in dem Haus. Das müssen wir öfter machen, immer so eine Häuser. Dann sammeln wir hier so ein paar Sachen uns zusammen. Also so, was jetzt hier Munition und sowas angeht. Und dann gehen wir lieber Häuser looten. Das lohnt. Ach hier. Ach, jetzt können, den können wir nicht mehr. Hier ein Pfeil. Ja komm, dann schmeiß mal ein Pfeil weg. Dann nehme ich lieber hier den Alkohol mit. Daraus können wir uns dann so eine Bandage herstellen. Hier sind die fliegenden Jeans. Opas Hose. Wenn er vielleicht mal Whispers World gespielt hat. Opas Hose war beste. Okay, hier haben wir aber nichts mehr. Ich würde das Haus ganz gerne noch durchlooten. Crowbar. Ich weiß nicht, wie viele Türen wir mit einer Crowbar aufbekommen. Die wird ja irgendwann kaputt gehen. Boah, Alter. Ah, ich dachte, die können wir alle durchgucken. Durchlooten. Ach, nur eine Shotgun. So viele Waffen kann ich ja gar nicht tragen. Shotgun-Muni. Das passt noch. Warte mal, die Shotgun hatten wir auf der 3, ne? Kriegen wir die Muni da noch rein? Nur eine. Jetzt so eine Shotgun hier liegen lassen, ist aber auch doof. Guck hier, dann Streichhölzer. Die haben wir uns sowieso gemacht selber. Die wissen wir jetzt ja, wie wir die selber machen. Oh, Schuhe. Nein! Warte. Salz. Schuhe. Equipment. Ach, genau. Schuhe haben wir sogar schon. Ja, okay, aber ey, wir haben so wenig Sachen gefunden. Aber Salz würde ich jetzt auch ungern hier liegen lassen. Hier die Rex. Dann nehme ich lieber das Salz mit. Okay, ihr Lieben, dann gucke ich mir den letzten Raum hier noch an und dann machen wir mal... Was ist das? Ein Messer. Also wenn du hier so ein Haus lootest, bist du echt gut dabei danach.
Was haben wir hier? DVDs. Ach hier, Spielekonsole. Socken, Wowi. Okay, aber hier haben wir nicht mehr. Mülleimer was? Nee. Gut, jetzt wird es auch Nacht draußen. Vielleicht verbringe ich wirklich eine Nacht hier drin dann. Weißt du, dass wir uns hier schlafen legen. Müssen wir mal überlegen gleich. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wer stellt denn sein Bett? Bitte, wenn du so ein Bett hast, was so nach oben geht, stellst du das noch niemals vorm Fenster. Kriegst du das Fenster niemals auf. Naja. Alles klar, Leute. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis denn. Bye, bye.